Okay, als ganz, ganz grundlegende Einführung zu Disney Comics ist erstmal zu sagen, ich kriege oft die Frage gestellt, wer macht die Comics überhaupt? Und es gibt viele Leute, die denken, dass alle Disney Comics von einer einzigen Person gezeichnet werden. Und das ist natürlich von Walt Disney, ja. Und das ist natürlich nicht der Fall, denn allein bei Egmont, dem weltgrößten Produzenten von Disney Comics überhaupt in Dänemark, werden allein über 4000 Seiten Comics pro Jahr hergestellt. Und das ist nicht mal der einzige Verlag auf der Welt, sondern es gibt auch noch Produktionen in Frankreich und in den Niederlanden, Brasilien. Italien, genau. Italien ist ja groß hier in Europa. Und das schafft natürlich offensichtlich nicht ein Mensch alleine. Und zwei der Leute, die sich mit Disney Comics beschäftigen, sind heute bei uns, nämlich Daniel Hess und Ulrich Schröder. Kleiner Applaus für Daniel Hess. So, dann fangen wir doch gleich mal mit der Thematik an. Dan, du hast viele Jahre für Oberon in Holland gearbeitet. Das ist der niederländische Verlag, der heutzutage immer noch Disney Comics produziert. Aber es heißt nicht Oberon. Ja, Sanoma heißt es. Sanoma, genau. Wie kann man sich denn den Entstehungsprozess von Disney Comics überhaupt vorstellen? Wie geht das so vor sich? Well, again, sorry for my language, for the English language. Currently, I work, since 2001, I work for Egmont, yeah. So I have nothing to do with Sanoma, Holland. Yeah. And the work procedure is, as I'm a writer artist, I start with you cannot start drawing without a story. So my first priority is to start thinking of an idea for a story. Yeah. Then I write the synopsis for myself, then I flesh it out, make it into pages. Preferably a story that takes 10 pages long. I write it out, I scribble the action, that means that I, on a small size, I draw simple drawings that tell the story, yeah. With balloons numbered 1, 2, 3, 4, 5, which correspond with, in my text, 1 dialogue, 2 dialogue, 3 yeah. dialogue. That I scan and mail to my editor in Copenhagen, Brian Erickson, an American guy. I knew him from Gladstone Comics in America. And we have a good rapport. That means that my ideas usually are okay. He likes them, or he likes them very much, or he likes them so-so. meaning that Dan, go ahead, start drawing. And that's how it is. I think it's about the same, but I don't write. Yeah. Oh, Entschuldigung, ich. das ist eigentlich das Gleiche, nur ich schreibe halt nicht. Manchmal habe ich eine Idee und die schreibt dann jemand anders für mich, aber ich bin der langsamste Zeichner der Welt. Also gibt es nicht viele Geschichten von mir. Und zuerst mache ich eine klitzekleine Skizze. Noch kleiner als Dan. Die sind so, manchmal für eine Seite sind sie ja, so 8 cm groß oder so. Da denke ich sehr viel nach, was da drin sein soll. Die kann ich dann vergrößern, die vergrößere ich auf A4 und da zeichne ich es nochmal, sauberer. Und dann vergrößere ich es auf A2, um, das ist das Endformat. Und dann zeichne ich erst mit dem blauen Stift vor. Und früher war es so, ich habe mit dem blauen Stift vorgezeichnet und dann mit Pinsel oder mit Feder nachgezogen. Heute mache ich eine Zeichnung, scanne die ein, ändere was, falls was geändert sein werden muss im Computer und drucke es in blau aus und dann wird darauf getuscht. Und gerade habe ich mit Dan zusammen ein paar Mickey Mouse Geschichten gemacht, da habe ich die Vorzeichnung gemacht und Dan hat es getuscht. Und da ist eine typische Seite. Hold them in the hands. This I draw that big, you know, half a page is A3, A3 format, yeah. So a whole page is 2 times. So you can also, I don't quite work the way you do. But when I draw with blue pencil, that's good enough. And then over that I ink. Was er macht, ist er vergrößert die Zeichnung, tut die auf dem Lichtstift, also seine Vorskizze, nicht so ganz so sauber ist wie meine.
die tut er auf den Lichtstich, also vergrößert die auf das Format und beim Durchzeichnen macht er die Korrekturen, die ich auf der kleinen Zeichnung mache. Ja. Richtig. Ja, wie hat alles bei euch angefangen? Wie habt ihr das Interesse für Disney entwickelt und wie seid ihr dann zum Zeichnen von Disney Comics? Meine Jugend. I read a lot. Yeah. First, of course, as a young boy, I saw the comics. Not reading any balloons, but just following the action, which is, makes an impression already. Then later, of course, the text is added as I understand text. You know, I can read it and understand it. And so that combination was, for me, the trigger. The trigger. Ah, there's more. And these are all photocopies. Yeah, the photocopies. Das ist die Geschichte, die wo ich die Fotozeichen gemacht habe, und dann sie nicht nur getuscht hat, sondern er hat dann Sachen geändert auch währenddessen. Und das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und das ist auch für Egmont. Ja. Okay. So basically my interest was sparked by sewing these pages. Yeah. And sewing the action. That's it. And then, of course, a lot of young people start drawing because it's fun, and then when they are 12, it sort of like drops off. They don't do it anymore. I continue because it increased my interest. And at age 17, I was so self-critical that I thought what I had done so far was bullshit. It was not professional. So for one whole year, I studied what's all about, you know? Yeah. I was looking at, you know, Spirou, yeah, Franquin, it's not Disney, but for 1 year I studied the pages and I imagined the artist having the problem when he was facing a blank page, you know? And then seeing what he did, how to fill that blank page, what's happening in that page, how did he solve that, you know? Why did he pick that camera angle? Why a close up there? So that whole year I was really studying hard for myself. So did you figure it out yourself, or? Yes, because there was no course in drawing. Drawing funny comics? No, there was no course. That was kind of for me. And so the studying and analytical part of the work, I also I was chasing some idea of professionalism and quality. Which ones did you study? The story from Georges Lee. That comes up with. Why? That story, I don't know. And because other people like Karl Barks or... No, because at that age, 17, I was less interested in the Donald Duck stuff. And that's only, that's my development. And later, of course, I came back to Karl Barks and all that. Because it has certain qualities. But you start to appreciate those later, at a later age. Yeah. So basically self-taught, and I think really. Also bei mir war es so, ich habe aus den Mickey Mouse Heften meine Lieblingsgeschichten rausgerissen und habe die da keine kleine Bücher draus gemacht. Das waren alles Donald-Geschichten und dann stellt sich irgendwann raus, dass die alle von Karl Barks waren. Und dann, als ich so 9 war, wollte ich Disney Comics zeichnen. Und dann habe ich herausgefunden, dass wer Karl Barks war, wollte ich Donald zeichnen wie Karl Barks. Und die einzige Geschichte, wo ich mich vertan habe, war eine Dan Yippes Freddie Milton Geschichte. Die war mit in meiner Sammlung von Karl Barks mit drin. It was the clock cleaner. Dann habe ich für den Donaldisten gezeichnet und einfach immer weiter gezeichnet. Und zwar bei mir auch so. Normalerweise hört man ja auch, wenn ich mir Astronaut werden oder Feuerwehrmann oder so. Mit 14 mache ich das Ganze so mit Banker und das habe ich aber nicht gemacht. Und dann habe ich für den Hai Verlag einen Kalender gemacht, das waren einfach vergrößerte Bilder von Karl Barks. Und dann bin ich mit 20 zu Disney gegangen, habe mich da beworben und zwar wollte ich nur Freelance arbeiten. Bei Disney in Frankfurt. Ah, Frankfurt. Und da war niemand, der sich wirklich auskannte mit Zeichnungen.
Ja, sonst hätten sie mich nämlich nicht eingestellt. Und die haben gesehen, oh, der zeichnet Donald Duck. Und dann haben sie mich als Assistenten von damals Frau Schäfer eingestellt. Und dann habe ich ein paar Jahre bei Disney gearbeitet. Dann vier Jahre bei Disney, dann 2 Jahre freiberuflich. Und dann als Art Director in Paris für Disney und jetzt wieder freiberuflich. Aber der Grund war, dass ich die Geschichten gelesen habe und ich wollte das auch machen. Ja, du hast gerade schon erwähnt, dass du bei Disney in Frankreich als Art Director warst. Was macht man da genau? Wie kann man sich da so den Tagesablauf vorstellen? Mein Job war, ich war zuständig für verschiedene Sachen. Manchmal für Merchandise, das waren so T-Shirts und sowas. Der Job, den man da hat, ist dafür zu sorgen, dass T-Shirts, Comics, Bücher, egal was, dass die gut gemacht sind. Und der Dan war auch eine Zeit lang da, der war für Beauty and the Beast. Und da war er zuständig für Beauty and the Beast. Und ich war dann hauptsächlich später zuständig für die Comics und für Kinderbücher. Und was man dann macht, ist zum Beispiel für ein Kinderbuch, entweder man kriegt die Zeichnungen, die oft schlecht sind, die müsste dann korrigieren oder korrigieren lassen. Wenn man das nicht machen will, dann redet man mit dem Publisher vorher und sagt dem, welche Zeichner er benutzen soll, dann hat man weniger Arbeit. Da ich faul bin, habe ich das so rumgemacht. Und habe dann zum Beispiel oft für Mickey Mouse und so da angefragt, ob er für uns Zeichnungen machen könnte. Und nebenbei habe ich immer Comics gezeichnet, also ganz wenig, so Umschläge und so. Und das mache ich dann jetzt auch wieder. Aber die Hauptaufgabe da ist, dafür zu sorgen, dass Disney-gemäß ist. Ja. Und zum Beispiel eine Aufgabe, die wichtig ist, dass Mickey oder Donald eben wie Mickey und Donald aussehen. Aber eine andere Aufgabe, die genauso wichtig ist, ist, dass das nicht stinke langweilig wird. Dass die nicht alle gleich aussehen und langweilig. Wenn ihr die Seiten da anguckt, die ich da habe rumgehen lassen, die Mickey-Maus-Seiten, was wir da versucht haben, ist, den Mickey so zu zeichnen, dass er nicht immer nur der nette, liebe, lächelnde Detektiv ist, sondern da ist zum Beispiel eine, wo er ganz viel auch eine Kaffeemaschine ist und so ein ganz extremer Mickey. Und das finde ich, hält die Figuren am Leben. Und das ist mein Job gewesen auch. Ja, du hast gerade schon erzählt, dass du für die Merchandising-Sachen zuständig warst, apropos Merchandising. It was called in the 90s. When did it fold in the terrace office? At least, when did you leave? I left 4 years ago. 4 years ago. Das Büro ist geschlossen worden dann, vor 4 Jahren. Und zwar ist das heißt bei Disney Restructuration, das passiert ungefähr alle 2 Jahre. Da ist unser Büro eins von vielen Kreuzen gewesen. Und wenn man schnell Geld machen will und ein Produkt hat, das sich schon so verkauft, dass man nicht mehr verkaufen kann, wie zum Beispiel Holland-Donald-Hefte, das kauft jedes Kind, da kann man nicht mehr verkaufen, gibt es 2 Möglichkeiten, also den Preis erhöhen oder Leute rausschmeißen. Und in unserem Fall war es Leute rausschmeißen. Aber die Name war Disney Europe, Consumer Products, Europe and Middle East. Yes, right? Yes. So, all the art pertaining to that area passed by Paris. How many artists were there? Sometimes, es war eine Zeit lang, waren da bis zu 12 Zeichner aus Frankreich, aus Italien, aus Irland, aus Holland. Und dann haben wir immer, jedes Mal, wenn neue Filme rauskamen, kamen Zeichner, Trickfilmzeichner aus Amerika, die uns dann beigebracht haben, wie man diese Figuren zeichnet. Also zum Beispiel Bill Burke kam und Carrie Landine kam für Beauty and the Beast. Und das ist dann immer sehr lustig gewesen, wenn die nach Paris kamen. Da ist dieser Triumphbogen. Da gibt es, glaube ich, 8 Spuren, die gehen um den Triumphbogen rum. Und ich saß mit denen im Taxi. Ich habe die vom Flughafen abgeholt. Die sind amerikanische Fahrverhältnisse gewohnt. Und dann ist der Taxifahrer mitten da rein. Und der hat echt einen halben Herzinfarkt gekriegt. Und dann dachte ich, ich komme da nicht mehr mit raus. Die haben dann eine Tour gemacht durch Europa. Da gab es den Euro noch nicht. Und da haben sie mich gefragt, ob sie Geld wechseln müssten. Da habe ich gesagt, nein,
es gäbe jetzt eine europäische Währung und die hieße Pesusa. Man müsse nur zur Bank gehen und einen europäischen Pesusas verlangen. Und eigentlich hätten sie wissen müssen, was das ist, weil das das Geld ist, was Mickey kriegt, um den Riesen zu töten. Ja. In Brave Little Taylor, das haben sie aber nicht gemerkt, also habe ich sie kurz bevor sie das fragten, habe ich gesagt, nein. You can all tell Americans that they will believe it, because they know nothing. Ja, apropos Merchandising und Amerikaner, also es ist ja was Interessantes, Amerika ist eins der wenigen Länder, in denen sich, obwohl die Comics ursprünglich daherkommen, eigentlich so gut wie gar keine Disney-Comics mehr verkaufen. Also es werden auch schon seit Jahren, jetzt werden mal wieder ein paar produziert, aber es wurden vorher seit vielen Jahren keine Disney-Comics mehr in Amerika produziert und Mickey Mouse ist eigentlich nur noch ein Merchandising-Figur, also Mickey Mouse ist nur noch ein Symbol für Disney. The Disney Empire. Genau, wenn man mal in irgendeinen Disney-Store in den USA geht, sieht man auch gleich nur noch überall Shirts mit Mickey Mouse und Mickey Mouse als Freiheitsstatue verkleidet und so weiter. Und selbst Donald ist eigentlich verschwunden. Also ich war im März in New York. It's not being used anymore as a character. Man sieht Donald nicht. No. Aber was meint ihr, wie kommt das? Because don't, it has a personality. Why does it mean don't they exist anymore in America? It. The comics. Yes, you expect me to have an analysis of the whole history? I don't know. You can say, well, they didn't put enough money in it, they didn't invest in it. You know, and if you don't invest in something, it will be overpowered by other things that come on the market. I think these forces... Are you going to say quality, drop in quality? Well, there were two reasons, I think. Das ist passiert, die Hefte haben sich nicht mehr verkauft Anfang der 70er. Und die haben damals angefangen, die Hefte nicht mehr am Newsstand zu verkaufen, am Kiosk, weil die zu wenig Geld damit gemacht haben, sondern in Plastiktüten im Supermarkt. Das war Nummer eins. Damit ging es runter. That was in the 70s. Dinah Bryant. Ja. Und dann, was sie auch gemacht haben in Amerika, but that was the thing that brought the numbers down. Ja. Und dann gab es da wurden nur noch Geschichten nachgedruckt. Von früher, also Barks arbeitete nicht mehr zum Beispiel. Und dann ist was passiert, dass Disney Mickey Mouse als Kinderfigur dargestellt hat. Und das sieht man überall, das sieht man in England, das sieht man in Spanien, überall wo die Disney Babies und sowas, und wo der immer als süß hingestellt wird, das wollen dann Kinder nicht mehr sehen, das ist nicht mehr cool, das ist ja für Babys. It's for mothers, mothers like it stuff. And they think it's nice for their kids. Und das ist die Gefahr. Ich mache gerade die Umschläge für die französischen Mickey Mouse Hefte. Und da ist genau das Problem. Und genau dagegen kämpfe ich ständig. Da kriege ich manchmal Bauchschmerzen. Und da arbeite ich oft mit dem Dan zusammen auch. Und ich versuche gute Umschläge zu machen. Aber die. Was ist gut? Das zum Beispiel halte ich für einen guten Umschlag. Ja, also von der Konstruktion her und mit dem Ausdruck und so weiter. Was dann passiert, dann kommen Kommentare. Der erste Kommentar ist, nein, Mickey hat zu sehr Angst. Das würde den Kindern Angst machen. Und dann kommt erst, das zeige ich aber hinten drauf, was für mich Zeitverschwendung ist. Dann habe ich erst die Augen geändert. Der muss den Leser immer angucken, obwohl das hier viel besser ist, weil das hier so rumgeht. Und dann, also den Mund nicht so ängstlich, aber dann war es immer noch zu ängstlich und dann so. Und das ist eine große Gefahr, finde ich, dass alles verniedlich wird. Und wenn das passiert, dann denken die Kinder, es ist nicht mehr cool und dann kaufen sie es nicht mehr. Das ist die Gefahr. Das ist, denke ich, eine Grundgefahr. And there are analogies in other parts of society where they have strict rules for everything, standardization, you know, where that kills life, basically. And the success and the appeal of characters is that they're alive. They need to have a character. You have to retain a character, a personality, and if that's being killed or taken away, then it's over. But the people in power usually don't know that, are not aware, and so they see something fall by the wayside, and they say, okay, well, there's no market for it. So, you know, they'll never
look at themselves and try to analyze what went wrong and where did we do it wrong. No, they don't do anything wrong. It's the marketplace. Ein anderes Problem sind Chefredakteure. Jemand wie Erika Fuchs, die hat sich nie Gedanken darüber gemacht, finden die das cool oder nicht. Die hat einfach gewusst, was sie machen will. Die hat den Kindern zugehört. Jede Woche ist sie in der Straßenbahn gefahren, hat denen zugehört, wie die reden und so. Hat aber die nicht abgeschrieben, sondern hat das verballhornt. Und die hat ihr Ding gemacht. Und dann hat man andere Leute, die eben immer nur Focus Groups machen. Da hört man immer so, nur sowieso das Gleiche. Das heißt, du hast ein Kind, das sagt, das mag ich, dann mögen die anderen das auch alle. Und dann hat man manchmal Leute, die ihren persönlichen Geschmack verbreiten sozusagen. Also zum Beispiel gab es mal eine sehr gute eigentlich italienische Redakteurin, aber die war Vegetarierin. Also 20 Jahre war Donald, waren alle diese Figuren in Italien Vegetarier. Die durften keine Enten essen, die durften kein Fleisch essen, das ging nicht. Einfach weil diese Person Vegetarier war. Oder ich habe einen Umschlag gemacht, da war Donald mit Bienen drauf, aber die verantwortliche Frau hatte Angst vor Bienen, da durften die Bienen nicht so nah an Donald Duck dran sein. Das sind alles Gründe. Und das sollte man vermeiden. Zum Beispiel in unserem Job, als wir die Zeichnung von anderen beurteilt haben, ging es nicht darum, dass wir die Zeichnung in unserem Stil neu machen, sondern dass wir aus der Zeichnung, die der andere gemacht hat, in seinem Stil was Gutes machen. Und das passiert auch manchmal, dass man halt das Zeichner gibt, die schmieren einfach ihren Stil drüber, der dann nicht unbedingt besser ist, desto anders. We are pretty critical, as you can hear. Because, you know, you always get, you are always here when you do your work, and to the best of your knowledge, you do your work well, and then you have to show it to the next level above you. Managers, you know, supervisor, and you always wonder where are they coming from? What is their expertise? No, they get the title because they have to move up in a company, and that suddenly becomes their responsibility. Yeah. And so you are in a position where you can discuss things. I'm not. I'm a freelancer. See, thank God I have my editor above me, and he is a nice guy with brains and insight. So I'm happy. But if he's being replaced by someone else, I don't know what I'm going to do. Probably quit. Next question. Was ich in der Firma zum Beispiel mitgekriegt habe, ist, wenn Leute wie wir zu viel Macht haben, ist auch schlecht. Also wenn die Zeichner komplett, wir hatten mal eine Zeit lang bei Disney, da waren die Zeichner, die konnten alles entscheiden. Und dann haben wir Sachen gemacht, die wir ganz toll fanden, die verkauften sich aber nicht. Ich fand das zwar persönlich toll, aber das auf dem Markt verkauft sich das nicht. Und das andere Extrem ist, wenn die Marketingleute nur das Sagen haben. Das Beste ist, wenn jeder die Hälfte zu sagen hat. Dann macht man nicht nur Sachen, die man künstlerisch toll findet, die sich nie verkaufen, sondern auch nicht Sachen, die eben die Figur kaputt machen. Die zeichnen, darf ich mal eine Frage stellen? Dürfen wir Fragen stellen? Oder? Ja. Wie zeichnet denn sich das aus, wenn du da jetzt, Sie sagen, das verkauft sich dann nichts bei einem Cover, kann man das so ungefähr sagen? Also wenn man sagt, ein gutes Cover hat 100% Verkaufsziel und ein schlechtes hat dann meinetwegen 10% oder kann man das eruieren? Das behaupten die, aber es gibt mehrere Gründe, warum sich ein Heft verkauft. Zum Beispiel das deutsche Mickey Mouse Heft hat das Furzkissen immer mit drin oder was da alles drauf ist. Wenn es ein gutes Gadget ist, wenn da ein iPhone drin ist, verkauft es sehr gut. Aber das ist ein Grund und der andere Grund ist der Umschlag auch. Und die können schon sehen, dass bestimmte Sachen, wenn zum Beispiel, wenn man die Figur nicht sieht oder so, das verkauft sich schlechter, das stimmt schon. Das kann man schon nachweisen. Aber genau nachweisen kannst du es nicht. Also es wird dann doch irgendwie sozusagen eine Geschichte produziert, ein Cover gemacht und dann aber nicht drüber nachgedacht oder danach, warum das jetzt nicht gut ging oder... Was? Also es wird dann einfach eine Geschichte für jetzt eine Woche oder für einen Monat oder ein Cover gemacht und dann danach nicht mehr darüber nachgedacht, warum es jetzt nicht gut ging. Die denken sehr viel drüber nach. Die machen Focus Groups, das heißt, die fragen Kinder, was haltet ihr davon? Die machen Karten, die man zurückschicken kann. Kann man sagen, die Geschichte gefiel mir am besten. Dann können die das gewinnen, wenn sie das zurückschicken. Aber die es zurückschicken, sind natürlich sowieso schon welche, die sich dafür interessieren.
Insofern, die checken das schon sehr genau. Aber diese Sketches-Sachen, die gibt es ja jetzt noch, seit wann gibt es sowas? Seit 10 Jahren, oder? Welche? Also diese Beihefte, also die Sachen, die halt mit dabei waren, diese Geschenke, die damit. Ja, ja, ja. Davor war man ja relativ noch total abhängig von den, wirklich von dem Coverbild, oder? Ja, aber davor war das jemand wie Erika Fuchs. Die hat einfach gesagt, so ist das. Und die hatte glücklicherweise, wusste die, was sie macht. Ah, okay. Ich wollte eine Frage stellen. Wenn man ihnen Geld gebe, sagen wir mal, ich komme her, lege 100.000 Euro auf den Tisch und sage, sie müssen jetzt mit jüngere Leute gewinnen. Eine? Jüngere Leute. Also jüngere Leute, für die es nicht interessieren. Für die Duck-Geschichten oder für Wiki-Geschichten. Was würden sie dann tun? Die jungen Leute hat man ja schon. Ja, schon, aber sagen wir mal, die wollen jetzt richtig an junge Leute rangehen. Also die Holländer machen das gerade. Die machen ein Heft, das heißt Duckies. Nein. Das ist ja die Marketingfritz. Das sind ja ältere Menschen, die über jüngere Leute nachdenken. Ja, für mich ist es, für mich, und ich glaube für Dan genauso, ist das nicht eine Frage von jünger oder älter. Aha. Eine Donut-Geschichte ist für jeden. Die heißt, die kann, wie eine Asterix-Geschichte, die kann jemand lesen, der 80 ist, die kann jemand, wenn er lesen kann. Wenn man anfängt zu lesen, dann sollte einem diese Geschichte gefallen. Die ist nicht für junge Leute, für 12-Jährige, für 15-Jährige oder für 18-Jährige. Die sollte, eine gute Mickey Mouse oder Donut-Geschichte ist für alle. Also Sie würden in dem Format bleiben, ja. Und es würde besser machen. Das ist doch die Antwort. Ja, ja, genau. Ich würde gute Geschichten schreiben, die darauf basieren, dass auf dem Charakter der Figuren und die lustig sind, die mit dem zu tun haben, was heute passiert. Ja. Wenn man sich Disney anguckt, ich habe ja auch. Sorry. No, okay, go ahead. Disney came from the countryside. Yes. So there are animals, ducks, yes. Mouses, also moose and so forth, yeah. In his stories. Don't you think it needs something else? Oh, nowadays, in these sophisticated times, of course, you can go back and use that material. You know, Donald visits Grandma Duck's farm and yes. Has a problem with a bull. Well, okay, that's gags. I mean, that's a gag story, you know. But you can tackle any subject as a writer first. You know, the writer comes with the ideas. Any sophisticated, you can explain the crisis. But then you have, you know, for a Donald Duck story, you have to make it small enough that it is Donald's household that is in crisis. And then, as a writer, you have the task to make it an entertaining story, you know. At the same time, you have that as a subject matter, crisis, financial crisis. But then write a story around it that has a lot of gags, a lot of action. So the younger kids who don't care about crisis still have fun reading it because of all the gags. See? But at the same time, on a second level, the more educated reader can say, nice story, you know? It deals with something. Dieser Second Level, das ist super, auch für Kinder, die verstehen das nicht. Aber die fragen nach. Mhm. Zum Beispiel Erika Fuchs hat Worte benutzt, die können Kinder nicht verstehen. Aber absichtlich. Und dann müssen die Kinder halt hingehen und zu den Eltern fragen, was heißt das denn? Also zum Beispiel gibt es so eine Geschichte von Karl Barks, wo Dagobert all sein Geld in so einem Geldspeicher auf dem Land hat, da kommt Wirbelsturm und wird überall verteilt. Das ist so eine Geschichte, wie er das dann alles wieder zurückkriegt. The money, how the money goes around, yeah. You know, people produce, earn money, the money goes through society and comes back. Yeah. That was a very nice story by Barks. He builds this dam, and the dam bursts, all the money goes. Yes, well he has a money bin in the countryside, no roof, right? A wind, a tornado passes and the money goes spread all over the countryside. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da wird Geld umgewandelt, zurückgegeben an die Natur, mit großen Spritzen in die Erde zurückgegeben, damit die Natur wieder wächst. Das war mit Öl verbunden und mit Geld so etwas. Disney hat in den 70ern auch immer so ein bisschen versucht, den Zeigefinger zu heben, ein bisschen Themen zu lancieren, ein bisschen Geschichte, ein bisschen Umweltschutz auch. Ist das heute noch ein Thema? Bildung vermitteln. Hat Disney versucht, das im Comics in Comic. Zu tun oder im Comic? In Comic. Oh, I don't remember. Also ich kenne ein paar so Geschichten. Ich finde, es ist sehr dumm, sowas zu machen, weil es so ein Zeigefinger ist. Das merkt man sofort.
Dass das will ich dir aber was beibringen hier. Das finde ich schrecklich. Schach in der Geschichte. Was? Wenn dein Viertelschwein klar. Junior Woodchucks, was ja. The Junior Woodchucks. Ah, yes. But the Junior Woodchucks are different. They are not trying. They teach you something, but they teach you something without saying you have to learn this. Everything has to be nice. At the end, there is always some kind of game. Yeah, as long as you tell that story through the actions of the characters. You know, it's an entertaining way of dealing with subject matter. Ich finde, man sollte eben nicht solche Geschichten, diese Message kann da drin, die ist auch ganz oft da drin, das finde ich ganz toll, aber die sollte nicht dick aufgetragen werden. Das war oft der Fall in den 70ern. Und was ich wollte, zum Beispiel irgendwann mal war ich in Amerika, in so einem Nationalpark und dachte, oh, das wäre toll, hier eine Geschichte zu schreiben, habe mir Ideen ausgedacht. Aber ich fand es so toll in dem Park, dass das so eine Geschichte geworden wäre, wo einfach alles toll ist. Und dann ist die Geschichte nicht mehr lustig. Und deshalb habe ich es dann nicht gemacht. Und ich habe mit meinem Bruder habe ich mir so ein kleines Haus in Schweden gekauft, wo ich vielleicht eine Geschichte draus mache, mit den Sachen, die da passiert sind. Aber die Geschichte wird da Sachen drin haben, wo Donald, der will zurück zur Natur und am Ende geht er aber wieder nach Hause und sitzt vor dem Fernseher und isst Chips. Wenn es so wäre, wie ich es wollte, dann würde er in der Natur sitzen und sagen, oh, wie schön, hier bin ich an einem See und so. Aber das ist nicht lustig. Und ich finde diese Message, ich habe vor kurzem mal SpongeBob gesehen und da war so ein SpongeBob, da ging es um Sonnencreme. Ja, das war hilarious, das war unglaublich lustig. Die Message war trotzdem drin. Geh nicht in die Sonne. Nimm Sonnencreme. Aber das war sowas zum Totlachen. Das war nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern ganz, ganz übertrieben. Du brauchst keine Sonnencreme und du hast eine. Nein. Ich habe übrigens was gefunden durch Zufall. Das zeigt, was Dan gemacht hat damals für uns, als wir uns um Comics gekümmert haben und geguckt haben, wie man die besser machen kann. Hier ist eine Seite, die wir gekriegt haben und das ist die Korrektur von Dan. Und das ist eine andere Seite und das ist die andere Korrektur. Wenn er wollt, könnte das auch rumgehen. Ich habe noch eine Frage. Es gab vor einiger Zeit eine Mystery-Comic-Serie von Disney. Und die kam meinen Kindern total gut an und es sollte eigentlich 10 Teile geben, aber nach 5 oder 6 Teilen wurde so das eingestellt. Zauberer irgendwie. Was? Mit so Zauberern irgendwie so. Also wenn sowas eingestellt wird, dann wird es meistens eingestellt, weil es sich nicht gut genug verkauft hat. Mhm. Also das ist, das passiert halt manchmal. Mhm. Ja. Aber vielleicht von dieser Zauberserie, ich bin nicht sicher, aber vielleicht kannst du davon, wenn du in Italien guckst, musst du halt Italienisch lernen. Das ist ein guter Grund. Lern Italienisch. Ich glaube, in Italien gibt es noch ein paar mehr. Ich glaube aber, meinst du die Kampf der Zauberer-Serie? Ja. Also ich glaube, es sind ja 4 lustige Taschenbuch-Connection-Bände davon erschienen und ich glaube, da sind alle bislang in Italien erschienenen Geschichten sind schon veröffentlicht. Also es gibt noch mehr, das kann natürlich sein. Ja genau, also wenn da mal wieder in Italien was kommt, kommt es dann auch auf Deutsch irgendwann. Ah ja. Aber es sind eigentlich, soweit ich weiß, alle auf Deutsch, die es bisher gibt, veröffentlicht worden. Ja, also ihr habt 4, oder? You mentioned before that the stories have to be topical. Don't have to be topical, but or should have the freedom to make a story topical. Does this make a problem for you? Because actually, Andrew Scrooge would by now, if he were a real person, he would be about 120 years old. Yeah, and Donald would be 75. You know, yeah, it's not realistic. Okay, a talking duck, that's not realistic. So you don't get the same problem that Tom Gross has? No. He imprisoned himself by being so strict, following certain laws that he imposed on himself, his own production. And, he's not working. I mean, what you see of his is all reprint, right? Yeah. But do you? But yeah, yes. But I think they're fictional characters that are ready for new stories forever. Yes. More or less. Yes. Das für mich war das Problem mit Don Rosa, dass er
das, was bei Barks ganz toll war, bei Disney-Geschichten generell, man kann jede Geschichte schreiben. Das ist wie ein Universum. Man kann sagen, ich schreibe die hier, ich schreibe die hier, ich schreibe die hier. Und der Barks hat, sagen wir mal, die geschrieben. Aber er hätte jetzt alle anderen noch schreiben können. Was er dann Rosa gemacht hat, ist, er hat gesagt, okay, er hat die geschrieben und die. Jetzt mache ich die dazwischen. Und ich mache die dazwischen und sage, das ist die Linie. Und damit hat er es aufgefüllt und jetzt gibt es nichts mehr. Ja, but it means that, you know, he can write and identify stories that are close together in time, you know, chronologically. But he could, you know, I still have freedom to extend it to infinity. But for somebody, well, he doesn't write anymore and he doesn't draw anymore. Always. So now the ducks and the rosa. Wie alt ist Don Rosa? 60. Something like 60. Nächste Woche hat er 60. Geburtstag. Ja. Ach so. The ducks like being mallards. Are so malleable that you think they will continue as fodder for stories and for artists. Yes, and as long as our publishers who still want to publish their stories, it's fine. But you know, we all are subject to economic laws, and when the publisher says, you know, because of dwindling sales figures, as in Denmark. The circulation drops dramatically. Because of that, the publisher doesn't want to maintain the same budget to produce the magazine. In fact, they need to cut costs. And they do that on the one hand by reprinting stories, and Ulrich already said in America, in the 70s, they started to reprint old stories. And that's one cause for everything to go down and to disappear. So that's a bad sign that they start reprinting old stories because of, you know, of costs. They can reduce costs. But they rise by popular demand. Yeah, that's more than that. Yeah, reprinted by popular demand, but still. But that doesn't make any difference. People know the stories. And what they've done a couple of years ago, a lot of artists and writers were told not to work anymore for them. And so their own production that cost them money is still going, but at a reduced scale. And happily, me and Uli were still being maintained as creative people who produce stories, pages at least. But for how long? See, I don't know. I'm pretty skeptical, I'm pretty pessimistic about that. Because if you have an outfit that they don't inject money and don't invest in it, they just let it be guided by economic law, in the end there's nothing left. And that's my grim view of the future. Was sehr gefährlich ist, ist das mit diesen Gadget-Gimmicks. Das ist so eine Spirale, da will man immer mehr haben und immer Besseres haben. Und da kommt man schwer raus. Da sind zum Beispiel die Finnen und die Holländer, bei denen es gut geht, hier gehen die Zahlen nicht runter, die haben das nicht. Und das ist auch ein Grund, warum die in so einer Falle drin sitzen. Es ist nicht sehr einfach, da rauszukommen. Aber mit den, wo Dan gesagt hat, sind Zeichner gefeuert worden, zum Glück sind bis auf einen die guten Zeichner nicht gefeuert worden. Das heißt, es sind die gefeuert worden, die noch nicht die spannendste Produktion gemacht haben. Also die besseren sind alle noch da. Wenn sie nicht da sind, dann haben sie keine Lust mehr zu zeichnen. Wie Van Horn, weiß nicht, ob der noch zeichnet, aber der William Van Horn. Aber das ist seine eigene Entscheidung. Das ist nicht, weil er nicht wollte, weil die ihm gesagt haben, hör auf zu zeichnen. So the continuing life of the Ducks for the public is guaranteed by creative people who still like to do what they do, you know, and don't work on the automatic pilot as old people do. After so many years you start repeating yourself and it still looks okay but doesn't have life anymore to it. And that's on the one hand, and on the other hand the publishers still see a profit in publishing, producing and publishing stories.
those two components, you know, ensure a continuing life for the ducks. Maybe one, if one already drops out, maybe that's enough. In Frankreich gibt es was Interessantes. Also ich zeichne fast alle Umschläge für die Mickey Mouse Hefte da. Bin ich manchmal nicht so stolz drauf, nach 10 Diskussionen. Aber Elena hat angefangen, Alben zu drucken. Und was sehr, sehr, ein sehr gutes Zeichen ist, die haben Alben gedruckt, die halt so ganz normale Geschichten sind. Die haben sich nicht sehr gut verkauft. Jetzt haben sie aber das geändert und jetzt drucken sie zum Beispiel die Barks Library nach. Die italienische Version, die eigentlich sehr schön ist, eine Billigversion sozusagen. So klein ungefähr, sehr handlich, aber wirklich sehr schön gemacht. Und die verkauft sich unheimlich gut. Und das ist ein ganz tolles Zeichen. Das heißt nämlich, dass Qualität sich verkauft. Das halt war ich mir nicht sicher. Ich dachte zum Beispiel in Frankreich, vielleicht mögen die Disney nicht. Aber als die Barks Library rausgebracht haben, ging es so nach oben. Das heißt, dass... And are you saying without marketing? Without a marketing? There is not much marketing. No marketing. Well, that's good. But most there is marketing, but for the rest too. For the rest too. So, okay. So, they both have equal chance to succeed in the marketplace. And so the Barks ones went like this. And yeah. So that means, conclusion, deduction, Sherlock Holmes, that quality sells, lesser quality sort of like blah. Gut, das ist gut. Diese Barks, Entschuldigung, kurz, diese neue Barks-Edition, die jetzt am Kiosk ist, diese billigere Ausgabe. Die sind ja im Kiosk, die sind im Frankreich. Nein, hier in Deutschland. Ah, das weiß ich nicht. Gibt es seit dem Jahr. Die sind die so groß ungefähr? Ja, Eckenhausen-Edition. Sind die so groß? Nein, größer, es sind Alben die Klassik-Alben. Okay, dann weiß ich welche auch. Ja, aber es hat mich interessiert, ob die funktionieren. Aber jetzt, in Deutschland ist natürlich was anderes. Das ist ja die 10. Edition jetzt schon. wie man es jetzt verpackt, weiß ich nicht. Das ist ja toll. Wenn es sich nochmal verkauft, ist ja super. Das finde ich ist ein gutes Zeichen. Aber Kinder kommen doch eigentlich, die teuren Alben, ja, auch das erreichen Kinder ja gar nicht mehr. Also die Mickey Mouse bringt keine. Deshalb, weil in Frankreich ist zum Beispiel gut, das ist so ein dickes Album, das ist eigentlich die Produktion von 2 Jahren von Barks für 24 Euro. Schön gemacht, mit Artikeln drin, die kann man sich leisten, so. Also ein Kind kann sich das leisten, aber auch ein Fan kann es, für den sind auch interessante Sachen. Das ist eine sehr, sehr gute Art, glaube ich. Willst du weitermachen? Ja, ja, ja. Eins wollte ich noch sagen zu Dan, was ganz toll ist. Es ist was ganz Seltenes. Jemand zu sehen, der so enthusiastisch ist, sowas zu machen. Ob ich noch so enthusiastisch bin in 30 Jahren, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Aber zum Beispiel, also Habank, ich weiß nicht, ob ihr Habank kennt, das ist ein Album, das er gemacht hat, da hat er ein Jahr dran gesessen an einem Album, ohne da, glaube ich, sehr viel Geld mit zu verdienen. Nichts. Und einfach nur, weil es ihm Freude macht. Und als wir diese Mickey Mouse Sachen zusammen gemacht haben, da hat er sehr viel, zu viel Arbeit reingesteckt, als das vom Preis her. Als das wert gewesen wäre, preislich. Und das zu sehen ist toll. I'm seeing a psychiatrist right now. I wonder why I'm so enthusiastic. Werden Sie jetzt mehr zusammen machen oder auch mal Donald-Geschichten? Keine Donald-Geschichten. Die macht er alleine. Die schreibt er komplett alleine und ich bin halt so langsam, dass alle 3 Jahre wird mal sowas passieren vielleicht. Dann braucht keine Angst zu haben, dass das so oft passiert, weil ich so langsam bin. Aber jetzt Tusche eine drei Seiten Story von Mickey und Goofy in Scotland. Yeah. The Haunted Castle. And so Ulrich again said, I don't want to ink this. I didn't say I don't want to ink this. Well, you hate it. Come on. It's not true. No? Er versteht es nicht. Er denkt, dass ich ihn bitte, damit ich diese Arbeit nicht machen muss. Die Wahrheit ist,
manchmal frage ich ihn, weil ich keine Zeit habe. Kannst du mir helfen? Das stimmt. Manchmal. Sometimes. Ja. Aber diese Geschichten, da habe ich ihn um Gefallen gebeten, weil ich habe zwei Hüte. Mein einer Hut ist Zeichner und mein anderer Hut ist Art Director. Und der Art Director kann sehen, dass die Qualität, wenn ich das mache, ist auf dem Level. Und ich weiß, wenn er es machen will, ist auf dem Level. Und deshalb sagt der Art Director, frag ihn mal, ob er nicht eine von den drei Geschichten machen kann. Das habe ich gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, das mache ich. Und da war ich sehr froh und wollte die beiden anderen selber machen. Und dann, als er gehört hat, dass da aber noch welche sind, hat er gesagt, es sind nur drei Seiten. Ich dachte, es wären mehr. Sag ich, es sind noch mehr Seiten da. Und hat er gesagt, oh, dann mache ich sechs. Und dann war aber noch eine Geschichte da, und das hat er durch Zufall mitgekriegt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du die auch noch machen kannst, ist super. Aber das ist nicht, um mich zu retten. Die Deadline existiert sowieso nicht. Nein. There's no more deadline with me. Now it's my deadline. I don't want to spend too much time on it, so I will finish it and then move on to something else. Aber es ist zum Beispiel, da ist eine Seite bei gewesen. Könnt ihr mal gucken, da ist eine Seite, wo unten dieser Mickey so einen ganz gewebenen Kopf hat, unten rechts. Nein, es ist da drunter. Ja, da. Sowas zum Beispiel. Der Mickey, der da unten ist. Das ist toll, das manchmal drin zu haben. Und das war Dan, der das da reingebracht hat. Und meiner wäre harmloser gewesen. Und das finde ich sehr wichtig, sowas zu haben. Deshalb, that's why I asked. Good. Yeah. I'm being appreciated. I mean, yeah. It's always nice to be appreciated. Thank you. Skål. Skål. Ja, was wir vielleicht gerade zum Schluss noch kurz zeigen können, ist eure Co-Produktion für die L, denn die wird hier auch ausgestellt. Ich habe ein paar Bilder dabei. Dann erkläre ich was dazu schnell zu L. Das war ein Projekt von Disneyland. Und die wollten Promotion machen für ihre neuesten Figuren. Die neuesten Figuren, die in diesem Jahr promoted würden im Park. Und da haben sie mich gefragt, ob ich die Modezaren als Disney-Figuren zeichnen könnte. Und die haben mich halt gebeten, die hatten dann die Figuren, die gerade im Park wichtig waren, waren Toy Story und Incredibles und Prinz und der Frosch und Monsters und so. Und Peter Pan hatten sie auch noch. Und dann sagten sie Captain Hook als Lagerfeld und den Prinz da als Galliano und so. Das war ihr Auftrag. Und dann habe ich gesagt, das kann man nicht machen, weil das keine Schauspieler sind. Die können keine Rolle spielen. Das kann ich nicht und will ich auch nicht. Meine sind schlecht bezahlt. Und dann habe ich gesagt, für den Preis mache ich nur, was mir Spaß macht. Und habe ich gesagt, die einzigen Figuren, mit denen man das machen kann, sind die Stanley Characters, also Mickey, Donald und Goofy. Lagerfeld selber hat gesagt, er möchte gerne der große böse Wolf sein, weshalb er dann als böser Wolf gezeichnet wurde. Wenn da diese Figuren drin sind, das ist der Zwang von Disneyland. Und das dahinter Schloss ist auch der Zwang, das hat eigentlich nichts mit der Grundsache zu tun. Die zweite Sache war, ich habe die Zeichnung gemacht und habe dann zweimal dem Dan das geschickt. Also das erste Mal war, wenn ich die Karikatur gemacht habe, und das kann man auch sehen, zum Beispiel in der Ausstellung, erst meine Zeichnung, dann seine Zeichnung, und er hat es dann mehr Cartoon gemacht. Also sowohl manchmal mehr Cartoon und manchmal auch die Karikatur von der Figur besser. Und dann habe ich die Zeichnung fertig gemacht und habe das fertige Layout an Dan geschickt, und das hat er dann nochmal nachgezeichnet. Da war ein Bild zum Beispiel von Gautier, da waren ganz viele Details hinten in Sicht über Paris, und das hat er zu einer Disney-Zeichnung gemacht, das heißt vereinfacht. Und die letzte Sache dazu, es wurde dann unheimlich knapp, und der Kolorist, der das kolorieren sollte, der hatte keine Zeit mehr. Und er hat gesagt, ich schaffe das nicht in 7 Tagen. Und dann hat ein Freund von mir, der saß gerade bei mir zu Hause, und der hat die Tuschlinien gesehen, und dann habe ich gesagt, zum Kolorist, mach mir doch eine kleine Farbskizze. Nur ganz klitzeklein, ganz schnell einfach nur so. Ich gebe es einem anderen Koloristen, der das dann fertig macht. Und dann hat der Freund von mir gesagt, gib mir mal die Farbskizze. Und dann hat er die Farbskizze unter die Tuschlinie gelegt. Das sah super aus. Und das war dann der Stil von dem Bild. Das ist Versace, ja. Das ist
offensichtlich eine Version von Daisy da. Ja, genau. Ja, ja, I trust your own. Das zum Beispiel das von Rickel, das da sind die Zeichnungen von, die Karikaturen von den beiden Rickels sind von da. Dann ist er nachher nochmal über die ganze Zeichnung drüber gegangen. Musstet ihr da Karl Lagerfeld fragen, oder dass man sowas machen darf? Und die Designer haben alle ihr okay gegeben, ohne die haben gesagt, okay, macht das, wir vertrauen euch, bis auf Galliano. Und Galliano hat gesagt, er wollte es nicht, er hat dann dreimal geändert. Er hat zum Beispiel, hat er gesagt, er oder seine Assistenten haben gesagt, nein, er hat jetzt eine andere Haartracht. Und er möchte aber nicht in dieser Jacke rumlaufen, den haben wir also dreimal geändert. Und am Ende, als gedruckt wurde, als sie gerade am Drucken waren, rief, der hatte sich das Recht ausgebeten, dass er sagen kann, ja oder nein, ob es irgendwas gedruckt wird oder nicht. Und dann, als sie gerade am Drucken waren, da hat er gesagt, nein, ich will nicht, dass das gedruckt wird. Und wann war am Drucken? Und dann hat El bei Dior angerufen und Dior hat gesagt, das ist perfekt, so gedruckt ist. He's on his way out anyway. Und deshalb ist auch das Bild von Galliano nicht in der Ausstellung, weil er alle seine Herzen his last wish was, also to become, he said, no, I only want to be the character from the Pirates of the Caribbean, the Johnny Depp character, Jack Sparrow, he wanted to be there. Das war lustig, weil Deutsche und Gabbana, die haben das gesehen, und deren Reaktion war, die versuchen Mickey Mäuse zu machen, so also die Silhouette, ja, und das sind drei Kreise, und das fand ich sehr lustig. Die restlichen Bilder kann man hier in der Ausstellung sehen? Die sind in der Ausstellung. Und wo ist das? Ja, wo ist das? In der Otto-Straße. Also, in der Nähe vom Künstlerhaus ist ein, wenn man rauskommt aus dem Künstlerhaus, dann muss man über so eine lebensgefährliche Straße. Ja. Und dann, man kann auch drunter durchgehen und dann nach rechts und nach links. Da ist so ein großer Showroom, wo eigentlich Stoffe hängen. Christian Fischbacher Showroom Christian heißt es. Genau. Und ja, da hängen die, und da hängt auch hängen die Originale von. Hast du die Hefte? Da hängen auch die Originale von Dan, also für Havank. Fünf Originale. Wisst ihr, was Havank ist? Das ist ein franco-belgische. It's not Disney at all. Lines, black lines on white paper, but in a different way. But if you go there, you'll see it. Das sind auch, ist auch eine Ausstellung dafür. Und da hat er was gemacht, was ich für verrückt halte. Das Ergebnis ist super. Er hat eine Feder benutzt, die ist eine Kalligrafiefeder. Normalerweise benutzt man eine spitze Feder, und wenn man eine dicke Linie machen will, drückt man ja drauf, dann geht sie auf. Aber er hat eine Kalligrafiefeder drauf, die ist eine breite Feder. Und um eine dünne Linie zu machen, muss man die drehen. Und das hielt ich für etwas verrückt, aber das Ergebnis ist super. Yeah. Myself, I, you know, it was published two adventures, two albums. But for myself, the second adventure, I thought I'm going to make a deluxe version. That's all. You know, big panels, easy to read for small children, for very old eyes. Skizzen, yeah. Old and a making of chapter where I tell what goes on in my brain when I do this kind of work. Noch eine Sache zu uns beiden, oft wenn ich eine Zeichnung habe, die ich sehr schön finde, die ich aber perfekt machen will, frage ich ihn, ob er mir da eine Korrektur davon macht. Und ich habe ein oder zwei mitgebracht. Ich schicke sie ihm dann, und dann, also hier zum Beispiel, hat er die Zeichnung einfach vereinfacht. Er hat nicht das Design verändert, vereinfacht. Das ist oft mein Fehler, dass ich eher so die Struppi-Zeichnung zu viele Details reinmache. Aber hier, bei dem Umschlag zum Beispiel, da hatte ich einen Donut gemacht, der
der steht so halb so da so und guckt sich das und guckt sich den Wagenheber an. Ja? Also die Position war nicht sehr stark und er guckte sich den Wagenheber an und man erkannte nicht, was das Problem war. Und das ist meine Zeichnung, aber da hat er den Donut geändert, dass er richtig runterdrückt, das Ding ist hoch und er guckt sich das Ergebnis an. Das macht er dann. Das sind die Korrekturen, das ist eine Korrektur. Ja. Aber the correction is that I change the layout, right? Ja. And make it into a compact design. And with covers, that's crucial that you have an idea, a nicely executed drawing, but the drawing has to be designed much closer, with much more closer attention than the design of a comic strip panel. You know, just one panel in a comic strip, because that a panel has to tell the story, but this is more to a cover. It tells the gag, but also is a nicely designed drawing. That's what I worked on. Oh, you already finished that one. Und das hier ist von letzter Woche. Diesmal ist es keine Korrektur, sondern das habe ich ihn um Hilfe gebeten. Und da habe ich noch eine kleine Skizze gemacht und er hat es fertig gezeichnet. Das ist für die französischen Donut-Hefte. Da brauchte ich Hilfe. This was help. Thank you. Aber das ist zum Beispiel ein tolles Cover, weil das alles hier drin sich abspielt. Der Blick geht runter und diese Komposition. Hier ist Donald Duck, right? Ja, okay. Was darf ich da noch? Ja, rausgeschmissen. Ja, 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 ja. Ich hätte da, was passiert denn da, wenn da jetzt so eine Korrektur gemacht wird? Also mich würde das interessieren, was da im Blick passiert. Also wenn du da drauf schaust auf so. Kann ich Deutsch reden oder Englisch? Ja, also wenn du da drauf schaust auf so ein Bild, das fast fertig ist, ja, oder eigentlich relativ gut schon ist. Und dann sozusagen, was passiert da bei dir im Kopf, dass du weißt, jetzt muss ich da noch ein bisschen was umsetzen oder da noch ein bisschen. Oh my God, that's... Also, that's why I go to the psychiatrist. Yeah, I mean, that's a very deep subject. You know, you have an idea in your head, it should look like this, and then you start to draw, and you meet all kinds of technical problems. You know, the construction of Donald's body, for instance. And you solve the construction problem, and at the same time you end up with a silhouette that really it doesn't help the total design. So again, you have to manipulate it a little bit, at the same time keep the construction right. But you search, what goes in my head, you search to a certain image that pleases you. And especially a cover, you know, you erase a lot. You say, okay, this leg should, the leg of Donald, his right leg should go a little bit lower because it makes a better silhouette. Covers should have a nice silhouette. You know, a silhouette means, you know, a silhouette is black, no details, a black shape against a white or a light background. And with covers, that's very important, that the silhouette of the cover is pleasing to the eye. And at the same time, reading well, that you understand what's happening on the cover. Okay, so that's what you're looking for when you draw. And it's a process that takes sometimes a long time. Sometimes you are there instantly. Ein Vorteil, den er hat, ist, als ich dieses Cover zum Beispiel hatte, ich denke, wenn ich selber mache, dann denke ich auch, was würde ich jetzt ändern? Ein Vorteil, den Dan hat, der macht das seit 40 Jahren, glaube ich, und der weiß, wie man ein Disney-Nashorn zeichnet. Auch nicht nachzugucken oder so, sondern das macht Klick. Das, so ist ein Gorilla, so ist ein Nashorn. Und das hilft ihm natürlich sehr bei so einer Zeichnung. Dass er sofort weiß, wie mache ich das in eine Cartoon-Figur. Bei mir dauert das länger. Wenn man zum Beispiel in der Ausstellung sich anguckt, den Lagerfeld, den ich gemacht habe, das ist keine Disney-Figur. Das ist eine Timon-Struppi-Figur. Und er hat das so rund gemacht. Ja, das ist im Extrem der Prozess, der passiert. Ja, wir... Ja. Ja, dann vielen Dank für das Interesse. Und jetzt... Ich
Geschmack gekommen ist, es gibt am Samstag, das ist glaube ich noch einen Donauzeichenkurs mit Ulrich Schröder. Ja. Und natürlich auch diverse Signierstunden mit den beiden innerhalb der nächsten Tage. Ja. Und dann noch viel Spaß hier beim Comic Fest. Dankeschön. Danke.